So, kann man die Mission so starten oder dauert das noch? Oder müsste irgendwer noch daherkrallen? Soll ich ihn abschießen? Soll ich irgendwo reinstecken oder so? Mir ist wurscht, ich stecke ihm überall rein. Jetzt muss ich wieder warten oder was? Was für ein Zeitlimit? Er sieht wieder keiner, gell? Nee, super. Der ist eh extra die Zeit abgelaufen, alles drum, dann laufe ich hier wie ein Trottel und dann gibt's nichts. Na, Wahnsinn. Super. Für was mache ich mir die Mühe? für was gebe ich so viel Einsatz? Wenn das eh wieder nichts bringt. Okay, 22. Oh. Ja, hätte ich gesagt gehabt, kann man schon machen. Kann man schon definitiv machen. Okay, da hätte ich sogar wieder da mehr Stärke. Also genau, wieder ab und zu wieder immer mehr auf Gift und das Ganze. Ich will gar nicht so, dass man da mehr auf Gift geht, aber okay. Ich hab gesagt gehabt, next mission. Scheiß auf die eine Mission. Ja, drauf geschissen. Ja, okay, 3 Minuten oder irgendwas in der Richtung warte jetzt nicht. Na, geh bitte. Muss aber trotzdem sagen, wenn wir jetzt einmal ganz ehrlich sein, wenn wir jetzt die Missionen nur so hernehmen, dass sie halt nicht mehr vorhanden sind, schaut die Welt leer aus. Okay, du hast vielleicht das eine oder andere zum Angucken oder irgendwas in der Richtung, aber es ist halt leer. Eigentlich im Prinzip, wenn wir sie ganz ehrlich sagen, komplett leer. Vielleicht nur ab und zu, dass vielleicht den einen oder anderen Gegner siehst oder irgendwas Schwebendes siehst. Jetzt aber auch nicht wirklich so extrem Besonderes, aber am Ende des Tages irgendwie finde ich das überschaubar. Dass man wenigstens nicht irgendwie so ein paar Gegner rumgehen sieht. Also ein bisschen mehr halt. Und die müssen da besser daher spawnen und irgendwas in der Richtung. Da muss ich schon sagen, das ist schade. Die Welt fühlt sich nicht so wirklich organisch an, sondern eher so mehr reinplatziert. Ja, man versteht, was ich meine. Wahrscheinlich versteht mich egal. Außer ich mich selber. Wahrscheinlich. Was? Die Mission nach Pistol-Tap oder der Wahnsinn. Da sollen sie nur hinterherkommen. Aber das finde ich eh nicht schlecht. Das hat wenigstens was, weißt du? Du musst da schauen, dass du wenigstens in der Nähe von der Drohne bist und das und das und das. Das finde ich eh leim und das finde ich eh super. Das taugt mir dann. Das ist auch doch ein gewisses Feeling, finde ich. Was du sonst eigentlich eh nicht so wirklich hast. Das finde ich super. Dass du wirklich aufpasst und schaust, schützt, das finde ich super. Das taugt mir. Aber ich habe gesagt, ich tue schon mal nach. Was gibt's da so wirklich so Besonderes? Weißt du, das jetzt unbedingt die ganze Zeit nur quasi für den Charakter oder wie? Oder hat das da noch irgendwas anderes Besonderes? Kriegst du da irgendeine Spezialwaffe, an der ich jetzt so nichts weiß? Irgendwas in der Richtung oder ein bestimmtes Item? Das wollte ich nicht so klar. Step, oder? Die Mission ist aber auch nicht uns wieder. Die dauert. Digga. Nicht schlecht. Er spricht. Ein Wahnsinn. Org. Die hat wenigstens eine Länge. Normalerweise bist du in binnen Sekunden schon wieder fertig. In binnen Sekunden, aber bitte. Schon wieder der Level 40er Haverer, bist du deppert? Ich glaube, der mag den Bunny. Ich glaube, das ist ein Lieblingscharakter. 100%. Okay, passt. Oh, hat was. Ist deppert. Schlecht. Na, 23. Das wird ja was, wenigstens zumindest. Wieder Gott sei Dank was. Ja, jetzt bin ich sowieso schon raus. Jetzt ist eh schon wurscht. Ich bin richtig schnell. Wenn ich da nichts mache.
Also mir ist wurscht, ja, da macht ihr halt mehr, ja. Also ich krieg meine Punkte. Damn it. The enemy has detected the waves being emitted from the drone. Ja, was schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er passt wenigstens auf mich auf. Schutzengel und das Ganze. Ja, Schutzengel, schau dir den an, den Wappler. Den kleinen Semi-Wichser. Oh, endlich wieder Munition. Meine Lieblingswaffe, wichtig. Wahnsinn, wichtig. Easy, easy. Wieder mit dem Level 40er, aber da rennst du durch. Wie nix. Er rennt davon nur. Du bleibst nicht einmal stehen, oder die okay. Der hat da gleich mal die 40 cm Tasse, oder so schaut's aus. Was? Ach du Scheiße. Okay, das ist hart, das ist wirklich hart. Boah. Okay, das ist wirklich, wirklich hart. Ja, das ist halt einfach immer wieder dieses Glück-Ding. Entweder du hast Glück oder du hast Kack-Glück. Anderer braucht 1 Stunde, der andere braucht 10 Stunden, der andere braucht vielleicht nicht einmal 10 Minuten oder irgendwas. Ja, das ist halt. Das ist ein richtig Arsch. Wenn es wenigstens auch noch einen Mut gibt, wenn es wenigstens sagen würdest, du wärst natürlich immer wieder besser und besser. Wärst am wenigstens, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. In der Hinsicht. Aber es muss so sein. Dafür kommst du weiter beim Meisterschaftsrang. Hat ja wenigstens vielleicht auch einen kleinen Vorteil, aber einen ganz, ganz kleinen Vorteil. Irgendwie. This place has been mentioned. Was für ein Level hast du denn jetzt eigentlich schon mittlerweile? And as the name suggests, these are the ruins. Turns out, this is where the greatest recorded number of ancestors gathered. Investigation by the excavation team and analysis by the magisters uncovered records mentioning the breakout of civil war. The ruins are evidence, remnants of this war. We don't yet know why the civil war happened. Level 40 ist halt Schluss, das ist halt das Arschige. Ja, Meisterrang kannst du halt zwar noch auf gemütlich machen, das ist überhaupt kein Thema, das ist leiwand. Aber, ja. Past or present, the Ironheart definitely has the capability to turn the fate of Ingress upside down. Das ist halt das. Wenigstens den Meisterrang kannst du leveln. Ah, ich gehe eh auch viel höher. Ja, das ist. Ja, aber wenn du auch durch die Mission, aber auch wenigstens da auch was Höheres kriegst, dann wäre es wenigstens leibend. So erstmal. Aha, dann wenn du es mal wieder am Start. Na, hallo. I just wanted to be able to explain anything my daughter was curious about. Wieder so richtig schön reingekickt. To be the person who could answer any questions. Wie läuft's eigentlich überhaupt? Auch quasi aktuell. You must have experienced and learned countless things. Das war jetzt am Anfang was erwähnt gehabt, aber so in Zukunftsrichtung. Anyway, we should hurry. Guide, can you do an in-depth analysis of the ruins, please? There must be an entrance somewhere. Enzo here. I've been able to expand my range to the vicinity of the ruins thanks to the data acquired by the drones and the guide. Transmitting surface analysis information. Ah, okay, erzähl mal rank, erzähl ein bisschen. Wie weit bist du da, oder? Gibt's da das auch wie bei Valorant, dass da so Bronze, Gold, Platin und so alles gibt? Und Diamant, oder ist es. Ist es nur 1 bis 10 oder umgekehrt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir spielen ja kein Fortnite. Damit ich vielleicht wenigstens irgendwie ein bisschen mitreden kann. Ein bisschen halt zumindest. So, den tue ich mir sicher jetzt aber mal als Favorit. Weil der Zuhand, dass der Haverer mir da ja nicht gelöscht wird. Man kann ja nie wissen. So, da sind wir sowieso komplett full. Ja, das wäre halt nicht. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir das auch noch kriegen könnten, aber passt schon.
Ah, das ist wieder Hochleistungsmunition. Oh, da haben wir wieder den Haverer Nachfahrenmodul. Ui. Kältewiderstand. Ja, Fertigkeitsmodul. Aha. Da werden wir noch ein bisschen anscheinend brauchen, ein bisschen. Das ist eh wieder 22. Ja, gib den Scheißdreck alles weg. Unnötig. einfach unnötig. Alles weg. Alles, einfach alles weg. Kann man nicht mehr drüber reden. Habe ich nie in meinem Leben gesehen gehabt. Sonst ist es sowieso für den Arsch. Ah, okay. Ja, dann kann ich mir wenigstens schon mal ein bisschen mehr vorstellen. Okay. Gut mit Mod. Ja, du, ich werde da sowieso jetzt einmal eher mal schauen, dass ich die eine Waffe level. Ich will mal schauen, wie die jetzt wirklich so drauf ist. Weil du hast gesagt gehabt, du bist relativ sehr mit deiner Waffe zufrieden. Mit dem Donnerkiefer, du wieder nochmal hast. Da würde ich gerne auch mal ein bisschen reinschnuppern. Ein bisschen reinschnuppern. Mal schauen, ob was das kann. ein bisschen. Bei mir ist eh wurscht, was wir da nehmen. Taktisches Gewehr können wir nehmen, von mir aus. Muss eigentlich eh auch nur quasi gestiegen werden und tschüss. Oh, bist du Platin, Digi, Platin. Unbedingt Platin, Brudi. Gib mir Platin. So, dann schauen wir uns immer den Haverer. Ja, das Problem ist, ich gebe dann halt einfach. Ja, ich muss so meinen Liebling hergeben und das tut weh. Das tut halt einfach weh, wenn ich meinen Liebling hergeben muss. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass der Rio da mal was Gescheites herzeigt. Das ist ja das. Das ist ja das. Ich hoffe, dass der Rio da mal jetzt was Gescheites da herzeigt hat. Gibt's ja nicht. So, das und das. So, Schusswaffenschaden noch zusätzlich als Ausgleich. Rückstoß. Auch noch. Sicher, die Genauigkeit. Ja, da machen wir noch die Treffsicherheit. Was hast du denn da auch noch? Maximalkapazität steigern. Ja, nur sicher, tun wir da steigern. Ah! Ein Pistol-Treffbad! Das ist Kust. Das ist Kust. Okay, Digi, okay. Gibt's auch noch empfohlene Sachen auch noch. Aber das musst du auch wieder wissen, oder? Finde ich super, danke. Danke, dass du mir es gezeigt hast.